Es ist einfach nur ein Kuscheltier, okay. Oh. Hey Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem Loot Chest Unboxing. Ich hoffe, ihr könnt mich ernst nehmen, obwohl ich diesen Schnurrbart hier habe. Aber das spielt keine Rolle. Es ist hier ein Loot Chest Unboxing. Die haben mir eine Kiste wieder zugesendet. Und das ist die Juli-Box und ich möchte mit euch rausfinden, was da jetzt drin ist. Nochmal ganz kurz zu dem Schnurrbart. Falls ihr wissen wollt, warum ich den habe, schaut den letzten Stream nach. Ist eine ganz witzige Sache, die da entstanden ist auf jeden Fall. So, ich öffne einfach mal. Um euch nochmal zu erklären, was das Ganze ist. Ein Überraschungsei für Große, für Erwachsene, für Nerds, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da ist immer richtig viel Stuff drin. Man zahlt ein monatliches Abo, bekommt so eine Kiste mit allem möglichen Stuff drin. Zum Beispiel, hier habe ich einmal eine Halo Nano Metal Figur. Guckt euch das mal an. Übrigens, hinter der Kamera ist die liebe Steffi. Grüße gehen raus. Wir haben hier diese Figur, die ist einfach für Sammler, ne? Also wenn jemand sowas sammelt, dann ist man da natürlich. Was ist das? Was ist das? Guck mal, da ist irgendwie so ein Gebiss und da ist ganz viel Fell. Max auch. Ich soll. Oh Gott, was ist das? Always hungry. Eats everything. Passt zu dir. Ja, was ist das? Ich habe Angst, dass es irgendwas macht. Guck mal. Das ist einfach nur ein Kuscheltier, okay. Oh, ich hab mich erschrocken. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sind Zähne und so. Ich dachte, das macht irgendwas. Ja, ist ein Kuscheltier. Überlegt euch einen Namen für das Viech in die Kommentare. Ups, ja, ab in dein Häusli hier. Keine Ahnung, was das war, aber von Star Trek. So, dann haben wir hier ein, was ist denn das? So eine, für hier Stifte. Da kann man seine Stifte reinmachen. Im Dingens-Stil hier, Nintendo. Dingensbumsen-Stil, ne? Da hatte ich mal ein Kissen davon. Das war auch ziemlich cool. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall so, wo man seine Stifte reinmachen kann für die Schule oder sonst was. Halt im Stil von Nintendo. Ich glaube, ist es SNES? Ja. Ja, gell? SNES. Gut. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt. Pack das mal aus. So. Einmal hier hin und Leute, guckt euch das mal an. Ein Tetris-Shirt. Ne? Gefällt euch das? Gefällt dir das, Steffi? Ja. Ja? Okay, wunderbar, nice. Gut. Falls ihr euch übrigens fragt, das ganze Zeug behalte ich nicht alles. Ich spende das einem Tierheim, nicht für Tiere, damit die damit spielen können, sondern das Tierheim veranstaltet immer einmal im Jahr eine Tombola und diese Dinge hier sind sozusagen einfach Gewinne. Also die Leute nehmen teil an der Tombola und das sind Gewinne. Und der Erlös von dem ganzen Geld wird an ein Tierheim gespendet. Und das mache ich schon seit eh und je. Nur habe ich jetzt schon länger keine Box mehr gehabt. Hier aber eine Marvel. Ist das eine Trinkflasche? Was ist das? Ich weiß nicht. Das kann man draus trinken, denke ich. Oh, das ist voll. Ah, das ist wie so eine Art Reagenzglas. Ah, okay, interessant. Interessant. Ich weiß nicht, wie genau ich das betiteln soll, aber das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, Trinkflasche. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. So, stellen wir mal hier hin. Und dann haben wir hier drin noch einen Comic. Comics sind hier auch ziemlich viele drin. Und zwar ist das jetzt ein X-Men Dark Phoenix Comic. Ja, das ist da einfach mit drin. Ich kann mit X-Men nicht so viel anfangen, deswegen interessiert mich das nicht. Aber ja, wer Comics mag, kann ich Loot Chest empfehlen. Da sind ziemlich viele drin.
Und zu guter Letzt ist hier immer noch ein Heft, wo drin steht, was das alles ist. Das hätte ich vielleicht zuerst angucken sollen. Aber egal, ich guck mal rein. Das sind nämlich manchmal noch Codes drin. Aha, guck mal hier. Sichert dir 10% Rabatt auf noch mehr Loot. 10% Rabattcode für Loot-Chest-Kunden. Okay, guck mal, das hier ist der Code. Den könnt ihr benutzen. Warte, das ist verwackelt. Das war verwackelt. Ja, und die Spiegelung jetzt. So, dann ist der Code. Also, wer da Bock hat, kann den nutzen. Okay. Dann steht hier immer so ein bisschen was drin über das Team, ne, eine Vorstellung über das Team, die Astrid, Grüße gehen raus, die ist aus dem Marketing. Dann eben was drin ist, hier eine Trinkflasche von Marvel, jetzt haben wir es, Tetris-Shirt. Dann ein Poster, ein Kreuzworträtsel. Und dann haben wir noch, was? Da steht, da sind Süßigkeiten drin. Mega-Sticks. Oh, da sind tatsächlich welche drin, die habe ich noch nicht gesehen. Nur sind die irgendwie nicht so mega. Egal, Leute, ich habe Mega-Sticks. Einmal Cherry und einmal Strawberry. Und dann jetzt hier den Star Trek Triple. Okay. Der kann sich anscheinend, also der Typ hier kann sich ziemlich schnell vermehren. Okay, ja, ich hoffe mal nicht, dass das der Fall ist. Und ansonsten steht nichts Besonderes mehr drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Like bewertet und wenn ihr in die Kommentare schreibt, was euch hier am besten gefallen hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.